Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Pain Street Killings. Ich habe eine schlechte Nachricht. Bei der letzten Aufnahme ist mir leider mein Rechner abgekackt. Und jetzt fehlt circa eine Stunde, ich bin mir nicht ganz sicher, von der Aufnahme. Es ist doch einiges passiert in der Stunde. Wir haben noch einiges herausgefunden. Das Ding ist jetzt habe ich gerade das Spiel gestartet und gemerkt, ich glaube, das Spiel hat auch nicht alles gespeichert. Also ich glaube, wir müssen hier jetzt nochmal einen Teil spielen, den ich schon gespielt hatte. Wie kommen wir überhaupt hierher? Wir sind jetzt im Keller vom Krankenhaus. Hierher kommen wir durch die Kanalisation. Wir erinnern uns ja, den Schlüssel für die Kanalisation haben wir bei Scott gefunden in diesem Geheimraum. Wir waren dann zwischenzeitlich nochmal in der Villa. Und das Letzte, was in der letzten Aufnahme praktisch zu sehen war, war mein Versuch, dieses Uhrenrätsel zu lösen. Das Uhrenrätsel können wir noch nicht lösen, da fehlt uns noch der Schlüssel für die Uhr. Und jetzt bin ich ehrlich gesagt selber nicht ganz sicher, was ich danach gemacht habe. Ich glaube aber, ich bin direkt in die Kanalisation gegangen. Und in der Kanalisation selber ist dann gar nicht viel passiert. Wir haben einfach verschiedene Türen ausprobiert. Also wir sind hier reingegangen. Hier. Dieser Eingang da bei der kleinen Treppe. Und dann war prinzipiell, waren eigentlich alle Türen abgesperrt, außer halt die, auf die es ankam. Und das war die zum Krankenhaus. Genau. Und es sind auch keine Jumpscares mehr passiert und so. Und wir sind dann einfach hier durchgelaufen, haben uns das angeguckt und sind dann letzten Endes hier im Krankenhaus durch diese Tür in den Keller gekommen. Und jetzt gucke ich einfach mal. Aber da das Licht nicht brennt, schätze ich, ich muss es einfach nochmal machen, was ich im Krankenhaus gemacht hatte, was ja eigentlich gut ist. Jetzt für die Aufnahme. Ich hatte mir hier diesen Hammer geholt. Den braucht man ja für die Fußdielen in Burnets Haus. Genau, und dann hatte ich, bevor wir hier reingegangen sind, ist die Leichenhalle, hatte ich den Strom wieder angemacht. Und das werde ich jetzt auch tun. Und dann habe ich das Licht überall angemacht, damit es nicht so gruselig ist. Genau, und dann bin ich hier reingegangen. Jetzt weiß ich natürlich schon, was wir hier drin finden werden, nämlich Hinweise auf den Verbleib vom guten Detective Moss. Ich schätze mal, er hat kein gutes Schicksal genommen. Genau, jetzt haben wir hier dieses Tagebuch, das lesen wir gleich. Was lesen wir? Lesen wir es gleich. Ich habe auch überlegt, dass es jetzt einfach nur vorlese und dann irgendwie grob zusammenfasse und immer so Wort für Wort übersetze, weil es doch ziemlich lang dauert. Also der Eintrag ist vom 16. April 1997. I called Dorothy last week. She told me something interesting about Sophia. There was a puzzle that she received from Matthew when she first started working at the mansion. Sort of a birthday gift for her. Also er hat letzte Woche mit der Dorothy gesprochen und die hat ihm erzählt, dass die Sophia als angefangen hat in der Villa zu arbeiten, vom Vater Matthew praktisch ein Rätsel aufgekriegt hat. Mehr oder weniger als Art Geburtstagsgeschenk. In that puzzle, Sophia was to visit both hers and Matthew's favorite locations in Payne's Creek. In each location lies a clue that Matthew had written on the wall of the building exterior. The clues, when put together, will point to her, the location of her gift. I thought that was a neat idea. Also es sollte einfach ihre und die Lieb und die von, also ihre Lieblingsplätze und die von Matthew im Payne's Creek abkloppern und an jedem dieser Orte hätte der Matthew praktisch einen Hinweis auf eine Wand, auf eine Außenmauer geschrieben. Der alte Vandale. Und Vandale? Vandalist? Vandalierer? Genau, und all diese Hinweise zusammengenommen würden sie dann praktisch zu ihrem Geschenk lotsen.
Und jetzt sehen wir hier Sophias Favorite Places. Waren zum einen Anne's Courtyard, das kennen wir ja schon. Die Bridge over the Stream by the Gate Entrance, das ist die Brücke, über die man kommt, wenn man vorne reingeht. Und Post Office. Und dann hatte ich mich nur gewundert, warum jemand am liebsten im Post Office ist. Und dann hat der gute Detective genau dieselbe Frage gestellt: Why would someone like the Post Office? And where can I find Matthews favorite places? Wo kann ich Matthews Lieblingsorte finden? Die haben wir schon gefunden. Die hat der Matthew nämlich mal in einem seiner Tagebücher aufgezählt. Genau, und dann am 20. April. I received an anonymous message this morning. It claimed that Scott wasn't Vivians killer. Unfortunately, that's all I got. Also er hat eine anonyme Nachricht gekriegt, die behauptet hat, Scott wäre nicht der Mörder. Mehr weiß er leider nicht. I've had my doubts whether Scott really killed Vivian. He sure had the motive, but upon reading all his diaries and looking through his investigation notes, I can't help but think that Scott didn't kill Vivian. On the contrary, he was trying to find out who killed Vivian, as well as what really happened to Andrew Reed and Dr. Johnson. Genau, und er hätte eh schon Zweifel gehabt, dass Scott wirklich der Mörder ist. Und im Gegenteil, nachdem er dann die ganzen Tagebücher und Notizen gelesen hat, die der Scott so hinterlassen hat, wäre er eher der Überzeugung, dass Scott auch den Mörder finden wollte. 26. April. I still don't know if this anonymous person is a man or a woman, but they've helped solidify my thoughts on Scott. Ja, und er weiß halt nicht, ob diese anonyme Person Mann oder Frau ist, aber er hat auf jeden Fall geholfen, das Ganze zu bekräftigen. 29. April. I received another message yesterday. It told me to look into Bernard, the mansion's butler. I can't help but feel that this person is trying to tell me something, but not exactly what. The message said I will find something in the house. Today I received a key in the mail with the initials BH. Does it stand for Bernard's house? Wir wissen, es steht für Bernard Hopkins. Genau, gestern hat er eine weitere Nachricht erhalten, dass er sich den Bernard mal näher angucken soll. Und in der Nachricht stand, dass es im Haus von Bernard was zu finden gäbe, und dann hat er eben auch noch den Schlüssel erhalten. Genau. Dann wiederum, jetzt überlege ich gerade, in dem Hotel, da kam ja auch ein Schlüssel per Post, das war ja aber wiederum der für Andrews Haus. Den von Bernard haben wir ja bei Bernard im Spind gefunden da. Aber gut, ist ja egal. 30. April. I've searched everywhere and read all of Bernard's diaries. Something just doesn't add up. Maybe it's just a hunch or simply that I'm thinking too much. But would he have really killed Vivian? There's something else about his entries that just make me pause and wonder if he was indeed a murderer. I photographed all the pages. Ja, und hier schreibt er einfach nur, er hat alles abgesucht und alle die Tagebücher gelesen, und er hat irgendwie so das Gefühl, als wäre Bernard nicht der Mörder. Irgendwas passt halt einfach nicht. Und er hat all die Seiten fotografiert. Genau, und dann gab es hier noch eben jeden Schlüssel. Und dann noch den Schlüssel für diesen kleinen Koffer, der beim Detective im Hotelzimmer lag, beziehungsweise stand. Genau, und hiervon, glaube ich, hatte ich ein Foto gemacht. Ich mache es einfach wieder. Genau, und ich glaube, das war's hier auch. Hier ist Blut, wir wissen nicht warum. Ich habe auch versucht, hier die ganzen Schränke hier zu öffnen. Es ging keiner auf, Gott sei Dank. Und hier drüben gab es meines Erachtens auch nichts mehr, genau. So war das. Okay. Dann können wir jetzt nach oben gehen. Jetzt gucken wir mal gerade, was ich alles im Inventar habe. Ich habe dieses Medaillon, das wir im Brunnen gefunden haben. So, den Hammer-Dingsbums für Bernards Haus, dann diesen Schlüssel mit BH. Das war mein Handy, ich hoffe, man hat es nicht gehört. Und diesen Briefcase Key. Jetzt bin ich gerade ein
bisschen verwirrt, weil ich weiß, dass wir auch. Ach, nee, richtig, genau. Moment, wir haben ja auch immer nur diese Keycard hier. Und damit können wir jetzt den Raum vom guten Dr. Johnson öffnen. Der wo war? Ich glaube, da drüben irgendwo. Ich lauf mal. Genau, so war das nämlich. Hier. So. Nein. Tür zu, weil ich mich mit Tür zu einfach wohler fühle. Genau, dann hatte ich hier alle Schränke durchsucht, die. Wo es aber wieder nichts gab, wie üblich. Ne? Ja, das ist ja langweilig aussehende Bücher. Dann hier leere Bilderraum und ein paar Auszeichnungen. Irgendwas stimmt hier nicht. Also, ich glaube, hier fehlen ein paar Texturen. Die Bücher waren eigentlich bunt. Das ist ja komisch. Hier die Vase passt auch nicht. Der Sessel stimmt, glaube ich, auch nicht. Ich, eventuell starte ich das Spiel nochmal eben neu. Bin gleich ja da. Also ich bin mir nach wie vor ziemlich sicher, dass hier nicht alles einfach nur so komisch kackebraun war. Aber egal, es scheint sich nur auf dieses Zimmer zu beschränken. Ich bin ein bisschen rumgelaufen und der Rest sieht eigentlich gut aus. Deshalb ignorieren wir es jetzt einfach. Machen hier die zwei Türchen auf, wo eh nichts hinter ist. Und hören uns dann diese Message an. I just received a letter from the NMB investigation firm regarding the use of the RRF funds. I need you to call me. Henry, we really need to talk. Please call back. What's going on, Henry? Why aren't you returning my calls? This is really important. Tja, da hatte also die Vivian versucht, den Henry zu erreichen, der aber nicht geantwortet hat. Wir wissen leider nicht, von wann die Nachrichten sind. So, und hier gab es nichts. Genau, und dann gab es hier dieses Fax von der Vivian an den Dr. Johnson. Dear Dr. Henry Johnson, I would like to thank you for your contribution to the Paynes Creek Community Hospital and the people of Paynes Creek for the past two decades. Also sie dankt ihm für seinen Beitrag, den er geleistet hat in den letzten zwei Jahrzehnten. However, there have been reports regarding the mishandling of funds designated for PCH, most of which came from the Roberts Relief Fund. This support was meant to help with the purchases of medical equipment and supplies. Since a sum of nearly $160,000 has been estimated missing, we have no other choice except to open an investigation. Ja, und das wissen wir ja schon, das kam dann raus, dass irgendwie $160,000 fehlen und die eben aus den Reserven von diesem genommen wurden vom Krankenhaus. Und deshalb musste eine Untersuchung eröffnet werden. Until you are able to explain the discrepancies between your accounting and ours, we have no choice but to suspend all funding for the hospital for the time being. Bevor der gute Doktor nicht erklären kann, warum und wieso, wird das Krankenhaus halt nicht mehr finanziell unterstützt. I will be meeting you and your accountant to solve these issues, so we may continue to support the hospital's needs. Und dann wollte sie sich halt mit ihm und seinem Buchhalter treffen, um das Problem aus der Welt zu schaffen. Ob es je zu diesem Meeting kam, ist ungewiss. Weil ich schätze mal, das Fax und die Anrufe, da lag jetzt nicht so viel Zeit dazwischen. Ich weiß nicht, ob der erstmal. Moment. Wann war das Fax? 29. Mai. Wir wissen, dass der Doktor im Juli gestorben war. Ende Juli, meine ich. Ja. Nee, Mitte Juli, 13. Juli. Wir wissen aber auch, genau hier, last checked in on June 28th, also am 28. Juni, war er zuletzt gesehen worden. Und wir wissen aber auch, in diesem hier Nurse Logbook stand irgendwo drin, dass er, genau hier, 19. Mai 93. Moment.
bevor ich jetzt irgendwie Quatsch erzähle. Ne, ist 95, okay. Weil er war ja im Mai 93 irgendwie auch schon mal ein paar Tage verschwunden. Da konnte ihn ja auch keiner erreichen. Das war aber 95, ne? Ne, war 93, genau. Also, wer weiß, wo er da war. Vielleicht hat er versucht, vor seinem Schicksal zu flüchten. So, und hier hat man nämlich jetzt den Raum für. Ne, den Schlüssel für Trishas Krankenzimmer. Hier hat man noch. To Charles Roberts, I don't know if it's a joke that you sent me the threat letter, but if you knew about the well, then you must have found out the truth, just so you know your wife was the one behind all of it. If you have any grudge, it's with her, not with me. I was just a witness in Sophia's death, nothing more. Henry Johnson, June 30th, 1995. Genau, das ist ein Brief vom Dr. Johnson an den Charles, der ihm scheinbar diesen einen Drohbrief geschrieben hat. Und der Dr. Johnson schreibt, naja, ich bin mir nicht sicher, ob das ein Witz sein soll, aber wenn sie diesen Drohbrief geschrieben haben, dann müssen sie ja eigentlich auch die Wahrheit dahinter kennen. Und er schiebt eben alles auf die Vivian und er wäre nur unschuldiger Zeuge gewesen. Genau, und fax it tomorrow. Er wollte es dann rausfaxen am 1. Juli. Ob das jemals passiert ist, wir wissen es nicht. Und die kennen wir ja schon. I know what you did. Meet me by the well at midnight. You know which one. Come alone. Jetzt weiß ich nicht, ob das der Drohbrief sein soll, den der Dr. Johnson erwähnt hat und wie er dann drauf kommt, dass der Charles den geschrieben hat. Okay. Ich bin immer noch verwirrt wegen den Texturen hier. Ich meine, der Sessel könnte schon stimmen, so. Aber die Bücher? Ich bin mir ziemlich sicher, die Bücher waren bunt. Aber egal. Wir gehen jetzt in den zweiten Stock. War das hier Treppenhaus? Ja, ne? Jawohl. Hier ist das Licht noch aus. Neun. Musik. Hallo. Schön, dass das Licht hier trotzdem nicht geht. Vier, drei. So. Na komm. Hier war es abgesperrt. Hier gab es nichts zu hören, wie üblich. Na, hier passen die Bücher wenigstens wieder. So. Es beruhigt mich wirklich, dass jeder dieses Messer in der Schublade hat. Die Einwohner von Payne's Creek müssen immer mit dem Schlimmsten gerechnet haben. So, und hier hat man nämlich noch einen Schlüssel. A Room Key. Ein Tagebuch von der Trisha und ein Zeitungsbericht. Scott Brooks' body found by Chugger with multiple stab wounds to the heart. Also der. Die Leiche von Scott wurde von einem Jogger gefunden und er hatte mehrere Stichwunden ins Herz. Police unsure if events are tied to the killing of Vivian Roberts. Die Polizei war sich nicht sicher, ob das mit dem Mordfall an der Vivian zusammenhing. Scott Brooks, the murder suspect on the Vivian Roberts case, was killed yesterday. His body was found on the roadside along Maple Drive. Also die Leiche wurde praktisch neben der Straße, die zur Villa raufführt, gefunden. At around 6:50 a.m., a jogger happened to see a body lying motionless on the side of the road behind the bush while doing his morning run.
He stopped to check if the person needed help, only to notice that the body was covered in blood. He immediately called 911. Also der Jogger hat den um 10 vor 7 Uhr morgens so hinter einem Busch liegen sehen, wollte dann gucken, ob er ihm helfen kann, hat gesehen, dass überall Blut war und hat Notarzt gerufen. The police arrived shortly at around 7 a.m. and victim was pronounced dead. The time of death was predicted to be about 4 to 6 hours ago, putting the time of death between 1 a.m. and 3 a.m. Also die Polizei hat dann festgestellt, dass der Zeitpunkt des Todes irgendwann zwischen 1 Uhr und 3 Uhr morgens gewesen sein muss. Questions have been raised pertaining to the murder of Vivian Roberts, especially since Scott was released from prison due. Also, und dann hat man sich halt gefragt, wie das Ganze mit der Vivian zusammenhängen könnte. So, ich hatte ja schon die Vermutung geäußert, dass wir eventuell der Scott sind und das Grab da am Friedhof mehr oder weniger fake war, aber das widerspricht dem Ganzen jetzt irgendwie. Und die Trisha hatte das in ihrer Nachttischschublade im Krankenhaus. Und wir wissen, die Trisha hat sich dann im Dezember das Leben genommen. Also, wir wissen es nicht. Wir vermuten es, dass die Trisha sich im Dezember das Leben genommen hat. Hier unter dem Fenster lag die Leiche, von der Kreideumriss noch zu sehen ist. Ich habe also in der letzten Aufnahme schon die Vermutung geäußert, dass der Sprung vielleicht gar nicht vom Dach stattfand, sondern tatsächlich hier aus dem Fenster. Dann wiederum bin ich mir jetzt sicher, ob der Sturz hier raus tatsächlich zum Tod führen würde. Ich glaube nicht, dass es hoch genug ist. So. Trishas Tagebuch. 27. Juli 1995. Yesterday, on hearing that Scott was apprehended for the murder of her mother. Ach nee, Quatsch, es war gar nicht Trishas Tagebuch, war das von der Dorothy. Trisha collapsed. The hospital called this morning to inform us that it was just a nervous breakdown. However, they suggested that she should stay there for another few days. Charles is asking me to stay by her side. Ja, also als die Trisha gehört hat, dass der Scott festgenommen wurde, ist sie zusammengebrochen und wegen einem Nervenzusammenbruch dann ins Krankenhaus gekommen und sollte da ein paar Tage bleiben und der Charles hat die Dorothy gebeten, bei der Trisha zu bleiben. 3. August. It rained today. Trisha has always hated the rain. She stayed in bed, tucked under the blanket, nearly the entire day. Here and there she mutters Scott's name out loud. She's cried herself to sleep a few times. It pains me to see her like this. Ja, am 3. August hat's geregnet und die Trisha hat Regen immer gehasst und deshalb ist sie im Bett geblieben und hat vor sich hingeheult. Und die Dorothy, der hat es dann wehgetan, die Trisha so zu sehen. 22. August. Charles visits Trisha almost every day. Today he was quieter than usual. All of a sudden he told me that Vivian had been seeing another man, apparently a banker, for more than a year. He asked me if Vivian ever talked to me about it. I said I didn't know anything, but was sure that Vivian would never have done such a thing. Then I realized that Trisha was awake. I'm not sure if she heard our conversation. Also der Charles hat die Trisha halt jeden Tag besucht und hat dann der Dorothy irgendwann mal erzählt, dass die Vivian wohl schon über ein Jahr fremdgegangen war mit einem Banker und wollte dann von der Dorothy wissen, ob die Vivian je mit ihr drüber gesprochen hat. Und Dorothy meinte dann aber, sie konnte sich nicht vorstellen, dass die Vivian sowas getan hätte. Und hat dann festgestellt, dass die Trisha wach war und war sich dann nicht sicher, ob die Trisha das Gespräch gehört hat. 8. September. Sheriff Howard came today. He asked me if I remember seeing anything suspicious the night Vivian died. I've already told him everything I know. It's frustrating to be asked over and over about things that I just want to forget. Before he left, I asked if Scott could really be the killer. He said he's wondering the same thing. If Scott was not the killer, then who killed Vivian? Also der Sheriff Howard hat der Dorothy halt immer und immer wieder dieselben Fragen gestellt. Und dabei wollte sie halt einfach nur vergessen. Und dann hat sie ihn gefragt, ob Scott wirklich der Mörder sein kann. Und der Sheriff meinte, er stellt sich genau dieselbe Frage. Und wenn es aber nicht Scott war, dann wer hat dann Vivian umgebracht?
16. September. Derek came by to see Trisha. I asked him how he was doing. He said that the medical expenses for Wanda were more than he expected. Even with Charles' help, he's been forced to use up most of his savings. He's currently searching for a second job. He asked me if there was a future for him. Traveling with Charles made him see some of the rather ugly sides of the world. His mother is hospitalized with terminal cancer. And seeing his best friend Trisha like this pains him. I didn't know what to tell him. Before he left, he leaned close to her and whispered, "Would it have been better if Scott just never showed up? Would you have chosen me?" I wish that I never heard that. Ja, der Derek hat die Trisha besucht. Und dann hat er sich halt mit der Dorothy unterhalten und die Dorothy gefragt, ob er denn überhaupt irgendeine Zukunft hat, weil er hat seine Ersparnisse fast aufgebraucht für die Behandlung von seiner Mutter. Und bevor er dann ging, hat er dann sich zur Trisha gelehnt und geflüstert, wäre es besser gewesen, wenn Scott nie aufgetaucht wäre, hättest du dann mich gewählt. Und die Dorothy wünschte, sie hätte das nie gehört. So, und ich glaube, an dieser Stelle ist mir dann der PC abgeraucht. Ich glaube, viel weiter habe ich dann gar nicht gespielt. Deshalb war das jetzt eigentlich gar nicht so schlimm, wie ich vermutet hatte. Dadurch, dass ich eh nochmal von vorne anfangen musste. Happily ever after. Ja. Die arme Trisha. Ich frag mich halt, ob sie... Hatte ihr der Scott? Nee. Ich frag mich halt, ob die Trisha jemals rausgefunden hat, dass der Scott ihr Halbbruder war. Wenn jetzt wieder irgendwer mich erschreckt, dann spiele ich nicht weiter. Dann höre ich sofort auf. Nee. Wo gehen wir denn jetzt hin? Wir haben drei Schlüssel. Der könnte bei der Dorothy, da war ja nur eine verschlossene Tür, glaube ich. Oder zwei. Da können wir den mal ausprobieren. Dann diesen Kofferschlüssel und eben den Schlüssel für Burnets Haus. Wir gucken jetzt mal, wo wir zuerst hinkommen. Ob wir vielleicht mal den Vorstuhl benutzen, aber ich glaube, der geht gar nicht, ne? Nee. Okay. Irgendwie fühle ich mich immer gleich viel wohler, wenn ich raus bin aus diesem Krankenhaus. Also wie gesagt, ich glaube nicht. Also man müsste sich schon sehr geschickt anstellen, um aus der Höhe zu sterben, oder? Ohne jetzt irgendwelche Erfahrungen vorweisen zu können, aber... Naja, ich denke, wir werden es noch rausfinden. Ich glaube, wir kommen jetzt eh bei der Dorothy als erstes vorbei, deshalb probieren wir den Schlüssel zuerst. No.